Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um die Canon LPE 6 Akkus und die Nachbauten. Viel Spaß! Die Besitzer von einstelligen und zweistelligen Canon Modellen, die werden das Problem kennen, und zwar die Originalakkus sind schweineteuer. Schweineteuer, und zwar um die 80 Euro ein so kleines Ding. Und natürlich schaut man sich dann so ein bisschen um, und ich habe für mich damals, also jetzt ist es schon fast 2 Jahre her, habe ich die Fortix gekauft. Und die Fortix sind ein bisschen schwächer, die haben 1600 mAh und die Canon, die haben 1800. Okay, wirklich merklich ist das für mich persönlich nicht, weil 1600 mAh, da kann ich verdammt lange fotografieren mit. Und wenn ich die noch schön im Doppelpack nehme, im Batteriegriff, wunderbar. Jetzt habe ich was entdeckt und das passt zum Video von gestern. Und zwar habe ich gestern ja eins zu den Drittherstellern für die Sony-Akkus gemacht und da war Baxter mit dabei. Und mit dem habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, genauso wie hier mit den Fortix. Haben mich nie im Stich gelassen, funktionieren bis heute hervorragend. Und die von Baxter, die haben 2000 mAh. Da bin ich sehr gespannt, da werde ich mir auch zwei bestellen und da wird ein Update folgen zu diesem Video. Also von meiner Seite eine absolute Kaufempfehlung und Kampfempfehlung von dem oder für den Hersteller von Fortix Akkus. Wunderbar, äußerlich bis auf diesen Aufkleber kein Unterschied zu merken. Sie sind wirklich auch sehr gut gemacht. Also ich denke, das ist auch das gleiche Material. Einfach fantastisch. Gute Erfahrung gemacht in allen Situationen. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen dazu mitquatschen könntet. Was benutzt ihr denn für Dritthersteller-Akkus? Benutzt ihr schon Baxter? Und habt ihr die Fortix schon mal ausprobiert? Oder holt ihr euch nur die Original-Akkus von Canon, die ein Vermögen kosten? Also, bis bald. Die Besitzer von den einstelligen und zweistelligen Modellen von Canon, die werden es kennen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Leute, nicht vergessen, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Nicht vergessen. Einmal noch.